Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. Ja, in der letzten Folge haben wir hier die meiste Zeit verbracht an dem Ort, haben Dutzende Leute abgeschlachtet, haben eine komische Oma getroffen, die sich teleportiert hat in dieses Gebäude, die hat noch ein paar Leute auf uns geschickt und die Typen heißen Heishi und nicht Heishin, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, was wird eigentlich, was, wenn ich... Ah, hier so, hier kann ich was einstellen, okay, cool. Ich kann den Schwierigkeitsgrad hier ändern, was? Egal. Wollen wir gucken, ob ich hier irgendwie eine Mission anzeigen kann oder so. Okay, cool. Halt eine Information, okay. Stellungen und Blocken, okay. Nein, können Sie den Angriff zurückschlagen. Sie können bei Blocken gehen, wenn Sie R1 drücken, dann linken Analogstick bewegen. Drücken Sie R2, um den nächsten Gegner anzuwählen und greifen Sie ihn an. Okay. Wir haben Blocken, umkreisen Sie jetzt hier weiter, indem Sie den richtigen Analogstick bewegen. Blablabla, okay. Okay. Cool. Gucken wir mal hier weiter. Okay. So viel dazu. Tamayori, sie... Ach, das hat Speicherdinge, genau. Gegenstände. Gegenstände, ja, Heilgegenstände, nehme ich an. Amahagana-Essenz. Ah, ja. Okay, cool. Wäre gut, hat die auch nichts von den anderen Charakteren spoilern. Da müssen wir die Tasten drücken, das haben wir ja gesehen. Hier okay, steht aber nichts von Sachen kaputt machen, so wie dieses Holzdingen, das wir gesehen haben in diesem brennenden Haus. Also gut. Na, gucken wir mal. Ich mache das Marsch abwärts aus, brennt, dass ihr dies öffnen könnt. Okay. Obwohl Yoshitsune Shai eine Mysterikerin. Mystikerin, okay. Mystikerin beseitigte, verhindert ein Mascho-Abwehrzauber, dass er weiter vordringen konnte. In der Zwischenzeit eilte ein anderer Kehr zum Zusaku-Tor, um Yoshitsune beizustehen. Ah, okay, cool. Ich habe übrigens den Ton wieder ein bisschen runtergeschraubt. Ich glaube, jetzt müsste eigentlich reichen. Schon verdammt leise. Fürst Yoshitsune sollte weiter vorn warten. Ich sollte mich beeilen. Achso, er hat das gesagt. Cool. Unser nächster Charakter nehme ich an. Aber was? Okay. Was am Teufel? Meine Güte, wer ist er denn? Boah, sogar das kann ich aufladen, willst mich. Ja, ist das krass. Er mit seinem riesen Bleistift, ey. Okay, er hat richtig langsame Angriffe. Cool. Boah, ist er krass drauf. Okay. Sehr gut, ich hätte eigentlich bis hierhin weitergehen können. Schade. Wer ist er denn? Benkei. Okay, er hat doppelt so viel KP wie Yoshitsune. So, kann ich hier die Dinger auch benutzen? Also werden die ja, weiß ich nicht. Ja, er hat genug Leben. Egal. Bum, 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 bum. Sie können mit Benkeis Angriff Hindernisse auf ihrem Weg beseitigen. Halten Sie Angriffstaste gedrückt, um seine Kraft auszuladen. Hindernisse sind leichter zu zerstören, wenn der Kampfpegel voll ist. Okay. Sehr schön. Einfach alles kaputt machen, sehr schön. Wenn mich auf den Arm nehmen, guckt der Dinger mit, was du kämpfst. Was? Okay,
Du schmeißt das Ding auf die. Ich hätte einfach das Ding auf die geschmissen in dem Moment. Was? Oh Mann. Ja, aber ich muss jetzt natürlich in Deckung gehen. Sehr schön. Aus dem Weg. Komm, ich knutsch dich. Ist der Typ geil. Ey. Ah, ey, steh auf. Kann er auch? Ja, kann auch so. Okay. Boah, die Typen tun mir leid. Na. Hier. Er hält ihn sogar noch fest. Was? Habe ich den Tritt auch aufladen? Das wäre geil. Sehr gut. Ist der Typ krass drauf. Oh Gott. Sehr schön. Du lebst ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Oh, tut mir die Typen leid. Das Ding kannst du nicht kaputt hauen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist ein Gegner. Ich sehe es auf der Karte. Einfach so ein Undertaker-Stiefel in sein Gesicht. So, von da kam. Ne, von da kam ich nicht. Von hier kam ich, ne? Lass mal hochheilen. Was? Nein! Ich wollte springen. Egal. Mal hier speichern. Ich hätte eigentlich im letzten Part nur durchgehen können, hätte ich gewusst, dass jetzt direkt was anderes kommt. Aber nein. Ich wollte mal so springen und Kreis drücken. Aber bei ihm passiert dann gar nichts. Gut zu wissen. So, wer wagt es jetzt näher zu kommen? Nein. Ah, verdammt. Okay, dann eben so. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Wenn vielleicht Gegner auftauchen können. Verpisst euch. Wisst ihr nicht, mit was für Ding ich hier kämpfe? Das. Ah! Was war das denn? Irgendwie ein Konter oder so gemacht. Zum Weg, Mann. Aber kann sogar nicht abgebrochen werden. Da tut mir leid für euch. Zum Glück hält er so viel auf. Au, ist gut langsam. Ich habe schon was getroffen. Her damit. Oh nein, da ist eine Barriere, okay. Ma. Warte mal, kommt mal her. Duft. Jetzt kann ich wieder Kreis dazwischen. Verdammt. Nein, falsch. Das ist so krass. Einfach weggetreten. Sehr gut. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der Angriff ist nicht so stark, ne? Da er blockt einfach. Genau. So das Gefühl, blocken wird irgendwann sehr
schwierig sein. Kann ich so auch blocken eigentlich? Was dann nur, nee, das. Verdammt. Bin aber da am Ausprobieren, verdammt. Oh, der Truhe, geil. Kuruma-Kraut, okay. Heilung. Okay. Warte mal hier. Ich muss mal kurz einen Schnitt machen. Und weiter geht's. Scharlach-Schlüsselstein. Ein scharlachroter Stein, der Maschu-Abwehr-Zauber zerstört. Ah, okay. Ich sehe schon, wohin das führt. Ja, okay, brauche ich schon. Mein Gott, ich mache jetzt schon seit 2 Jahren Let's Play und ich wurde noch nie so oft gestört wie in den letzten Wochen. Ja, meinen Aufnahmen. Das ist nicht zu fassen. So. Ich möchte aber gerne zurückgehen und mich heilen. Was ich übrigens richtig gut finde. Ich immer wieder den Speicherpunkt benutzen kann, nicht so wie ihn, weiß ich nicht. Ninja Gaiden zum Beispiel, da kannst du dich nur beim ersten Mal heilen. Oh, das ist eine Truhe. Stand ich schon immer da? Weil das hier? Ja, okay. Es war es nicht wert. Voll krass ist er drauf. Bin der Tim gut. So, wer wagt es? Kommt her, kommt her. Was ist hier da? Sagt Ma. Jetzt dreht er sich so in der Katze wahrscheinlich. Okay. Was? Also erstmal die Waffen zücken, ne? Der Typ hat so einen krassen Eyeliner. So, nun, da Sie einen neuen Gefährten haben, können Sie sich im Kampf abwechseln. Die Gesichter der Gefährten, die bei Ihnen sind, erscheinen als Symbol neben den Lebensanzeigen. Die Gefährten sind je nach Position ihrer Gesichter der oben, unten, links oder rechts Taste zugeordnet. Wechseln Sie die Kämpfer, indem Sie in die Richtung drücken, die zu den Gefährten gehören, denen Sie auswechseln möchten. Okay, sehr gut. Was? Ich möchte gerne mal zurück auf die andere Seite wieder, weil ich glaube, mit ihm können wir diese Holzbarrikade kaputt hauen. Falls wir überhaupt noch mal da zurück können. Oh, rot. Hier ist irgendwo so ein Dingen. Sehr gut. Haben die eigentlich eine. Die haben jeder eine eigene. Aua, Energieanzeige. Das ist sehr gut. Shit, pasch. Einfach da reingetreten. Ich habe das Gefühl, aua, die Gegner werden irgendwann sehr stark. Okay, ich kann sogar da zurück, glaube ich. Sehr gut. Möchte ich gerne mal zurück und das Ding kaputt hauen. Oh nein, Gegner. Ist hier neue Sachen gespawnt und so? Wäre gut. Wäre sehr gut. Oh, schade. Ist ja gut, dass er gar keinen Nachteil hat, hier zu wechseln. Oh, hi. Nein, das ist weg. Und Bärenumarmung. Er kann die Dinger kaputt machen. Nein. Nein, ich bin ausgewichen, verdammt. Komm her. Hier einfach alles kurz und klein haut. So war die, die am Boden liegen, ey.
So. Okay, ich dachte immer, der letzte Interesse war, aber anscheinend nicht. Nein. Au. Boah, irgendwie bringt es der Angriff nicht so. Geh mal aus dem Weg, Mann. Sit, pasch. Ja, damit. Ma, dann ist er vollgebracht. So, komm mal her. Und stirbt. Was mit deiner Stimme, Yoshizune? Ich weiß nicht. Büsch. Wird bestimmt auch irgendwas bringen, die alle kaputt zu machen, oder? Irgendwas wird schon bringen. Da kommt mir schon wieder eine neue. Oh Mann. Boah, ein Schlag. Direkt tot. Wie dich. Sehr gut. Ja, bis jetzt läuft es noch ganz schlecht, aber kann noch alles passieren. Dann machen wir erstmal die Dinger kaputt. Kommen schon wieder neue. Sind die, kommen die unendlich? Weiß nicht, ob mir das gefällt. Hi, na. Wusch. Sieht sehr schmerzhaft aus. Wie Stich. Schlag. Wat? Was ist das? Immer. Wieso treffe ich keinen von euch? Bams. 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 Ich habe gesagt. Bams. So, der ist tot. Glaube ich. Nee, tut doch nicht mal jetzt irgendwas hinterlassen. Da kommen schon wieder neue. Langsam haben wir es doch mal bald. Vielleicht bringt es dir gar nicht, die Dinger kaputt zu hauen. Aber was soll's? Man erkundet doch gerne, ne? So, ich glaube, da bringt aber anscheinend nichts. Wahrscheinlich schaltet er durch einen ultimativen Boss frei oder so. Ja, was soll's. So, dann gehen wir mal schnell zu diesen Holzdingen zurück und wahrscheinlich zum Speicherpunkt. Und dann, upsala, ich habe vergessen, man kann ja die Kamera nicht drehen. Ja, boah, da sind schon wieder neue gekommen. Da sind schon wieder neue gekommen, nachdem neue gekommen sind. Ma. Ich sehe auch gleich, wo was wieder hinführt. Das Bild hatten wir doch schon mal. So. Ich wusste es. Oh, das wird schön. Also ja, kann man ja speichern und sich hochheilen immer, also ist das nicht so schlimm. Au, wie kannst du es wagen? Wie, du lebst noch? Er kann sogar Leute am Boden einfach weghauen. Sieht zwar sehr stumpfsinnig aus, wie er einfach nur angreift, aber egal. Donnerkeilwappen, halb wird Schaden für 30 Sekunden. Starke Angriffe werfen den Nutzer nicht mehr zurück. Okay. Was soll er? Ma. Ma. Wat? Riesenumarmung. So. Nächstes Mal mal zu ihm hier, weil er ist ein bisschen schneller unterwegs. Speichern. Schon wieder an der Stelle. Und
und sagen, ich beende den Part wieder hier und machen in der nächsten Folge weiter von Let's Play Genji Days of the Blaze. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.